Der Junge und der Dämon. Ein Wunder, das Jesus tat. Eines Tages brachte ein Mann seinen Sohn zu Jesu Freunden, den Jüngern. Der Sohn wurde von einem bösen Geist, einem Dämonen, beherrscht. Durch den Dämon hatte er epileptische Anfälle. Er fiel auf den Boden, zitterte und weißer Schaum kam aus seinem Mund. Die Jünger versuchten, dem Dämon zu befehlen, zu gehen, aber waren erfolglos. Also brachten sie den Jungen zu Jesus. Jesus war frustriert. Ihr ungläubigen Menschen, wie lange muss ich denn noch hier sein, bis ihr endlich auf mich vertraut? Dann befahl er dem Dämon zu gehen und der Junge war augenblicklich frei. Später fragten die Jünger Jesus, warum sie den Dämonen nicht austreiben konnten. Jesus antwortete, weil euer Vertrauen zu klein ist. Wenn es nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr dem Berg dort drüben sagen, er solle sich woanders hinbewegen und er würde es tun. Nichts wird euch unmöglich sein, wenn ihr auf mich vertraut.